unseren Bundessprecher Tino Chrupalla hier im Studio begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Sie waren ja die Woche wirklich viel unterwegs. Ja, das ging los Sonntag, ARD-Studio, Karim Joska, die ganze Woche dann im Bundestag, also in Berlin zur Sitzungswoche, Donnerstag nochmal beim ZDF und heute Donaueschingen. Wie viel Liter Kaffee sind diese Woche schon geflossen bei Ihnen? Ja, es ist eine sehr anstrengende Woche und deswegen ist es umso schöner, die Woche zu beenden hier heute in Donaueschingen, sozusagen in der Wohnstube der AfD und der Freunde und hier den Wahlkampfauftakt mitzugestalten. Also ich freue mich sehr und ich denke, die Woche hat sich trotz alledem für die AfD gelohnt. Sie waren auf jeden Fall sehr präsent und wir haben ja gerade schon gesagt, dass Sie sehr viel rumkommen. Sie sind auch viel demnach im Gespräch mit den Bürgern. Was nehmen Sie denn da für Meinungsbilder auf? Wie ist die Meinung der Deutschen zur EU und vielleicht auch die Bindung der Deutschen? Ja, wir sehen es jetzt aktuell natürlich im Wahlkampf mit den vielen Bürgerdialogen, die stattfinden, ist die Entkopplung dieser EU mit Deutschland, auch mit der Bundesregierung. Und viele fühlen sich eben nicht vertreten durch diese EU. Wir sagen ja auch von uns, auch von unserem Programm, ganz klar und deutlich Ja zu Europa, aber Nein zu dieser EU. Die Überregulierung will ich natürlich auch klar benennen. Das sind zum einen schon die Dublin-Verträge, also was die Migration angeht, die überhaupt nicht mehr eingehalten wird, wo es auch keine vertraglichen Regelungen mehr gibt, die von irgendeinem Mitgliedsland eingehalten werden. Dann natürlich die ganze Regulierungswut, die Eingriffe, Heizungsverbot, das Diesel aus im Jahr 2035, all das kommt ja auf Deutschland noch zu und all das müssen die Bürger natürlich bezahlen. Heute ist ja der Auftakt. Können Sie schon mal einen Ausblick auf den Wahlkampf der AfD geben? Was wird die Bürger in unserem Wahlkampf zur Europawahl erwarten? Ja, ich meine, wir machen ja immer vielen und vielfältigen Wahlkampf vor allen Dingen. Wir sind auf der Straße präsent mit Demonstrationen, aber auch an vielen Infoständen. Wir haben viele ehrenamtliche Helfer, die natürlich auch gekoppelt an den Kommunalwahlkampf, der ja auch in vielen Bundesländern stattfindet, uns unterstützen. Und auch auf diesem Wege möchte ich mich auch bei diesen vielen Wahlkämpfern bedanken, die ihren Kopf hinhalten, die für unsere Ideale, für unser Programm vor allen Dingen eintreten. Und ich denke, das merken auch die Wähler. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass wir eine gute und große Wahlbeteiligung haben für die Europawahl und dass wir auch mit einem sehr guten Ergebnis abschneiden. Warum ist die diesjährige Europawahl so wichtig? Nicht nur für die AfD, sondern auch für Deutschland. Für Deutschland natürlich, damit wir ein starkes Zeichen setzen, damit endlich die Interessen Deutschlands auch in Europa besser vertreten werden. Und das wollen wir natürlich auch mit unseren Partnern in ganz Europa, in Frankreich, in Belgien, in Italien. Ich denke, das ist wichtig, dass auch eine starke Achse, weil die Interessenlagen in diesen Ländern sind ähnlich. Und diese starke Achse braucht es auch in Brüssel mit der AfD. Und wir wollen auch dort mit einer Delegation vertreten sein, die nicht abgekoppelt ist von Berlin und natürlich auch die Interessen der deutschen Bürger vertritt. Eine Schlagzeile, die wir ja häufig auch zurzeit lesen, ist: AfD hofft auf patriotische Wende zu den Wahlen im Sommer und Herbst. Wie sieht so eine patriotische Wende aus, wenn es nach der AfD geht? Was erwartet die Leute mit so einer patriotischen Wende? Ja, wie ich es eingangs schon gesagt habe, patriotische Wende und Patrioten, und das bin ich genauso, sind natürlich, dass wir die Ängste der Bürger ernst nehmen und auch deren Interessen vertreten, vor allem deren Interessen, die in Deutschland arbeiten, die Steuern bezahlen als allererstes und natürlich auch derer, die Zukunftssteuern bezahlen, also die Familien, für die Kinder, für die wir Politik machen und für diejenigen, die Deutschland aufgebaut hat, für die Rentner, dass die einen guten Lebensabend haben, ohne dass sie aufstocken müssen, dass sie von ihrer Händearbeit und auch für ihre Rente leben können. Ich denke, das hat auch was mit Menschenwürde zu tun und für die setzen wir uns ein, auch in diesem Europawahlkampf, und das sagt ja auch unser Europawahlprogramm. Was denken Sie, wer wird die AfD zu den Europawahlen besonders wählen? Was sind die Wählergruppen, die wir ansprechen werden? Ja, ich finde, wir müssen da auch keine großen Unterschiede machen und sagen, wir müssen eher die Frauen ansprechen, die Jugendlichen ansprechen. Ich meine, wir haben gute Zahlen, wenn man jetzt die letzten Umfragen gesehen hat, dass wir die Partei der Zukunft sind, indem die Jugend uns durchaus wählt. Aber wir müssen natürlich auch aus allen Bevölkerungsschichten, und da machen wir ja Politik für alle Bevölkerungsschichten, Wähler generieren. Und wir müssen vor allem die Wahlbeteiligung entfachen und natürlich antreiben. Das hat uns immer genutzt und das sollte auch zur Europawahl sein. Also wir machen Politik für Gesamtdeutschland, für die gesamte Bevölkerung. Das Wahlalter wurde ja jetzt herabgesetzt von 18 auf 16 zu den Europawahlen. Wie positioniert sich die AfD dazu? Ja, wir haben klar gesagt, dass unser Wahlalter 18 Jahre sein sollte, dass man dieses Heruntersetzen auf 16 Jahre, das halte ich wirklich für kritisch, weil ich denke schon, dass es wichtig ist, dass auch die Lebensbildung und auch die Bildung und auch die Entwicklung der Person an sich unideologisiert von Schulen, weil wir erleben ja gerade, wie in Schulen massiv gegen die AfD auch Stimmung gemacht wird, die teilweise in Lehrplänen enthalten ist.
Und ich denke, jeder sollte im Leben Erfahrung haben, Lebenserfahrung haben, um auch zu sehen, wie Politik funktioniert und welche Parteien vor allem welche Interessen vertreten. Und deshalb haben wir immer gesagt, 18 Jahre ist das Wahlalter, so wie es auch bei der Bundestagswahl ist, und so soll es eigentlich auch bei der EU-Wahl sein. Nun ist es mit 16, dem werden wir uns natürlich nicht verstellen. Wir müssen das akzeptieren, wir werden es akzeptieren, aber nichtsdestotrotz werden wir auch für diese Bevölkerungsgruppe Angebote machen. Wobei man ja sagen muss, dass die AfD bei den Jungwählern gar nicht mal so schlecht abschneiden würde. Es gab ja jetzt diese Trendumfrage Jugend in Deutschland 2024 und da hat die AfD sogar das beste Ergebnis mit 22% eingeholt. Also würde eigentlich auch Potenzial in dieser Wählergruppe vorhanden sein. Absolut, Potenzial ja. Und das hat ja sofort die anderen Parteien aufgeschreckt. Also im Prinzip wird dieser Trick wahrscheinlich diesen auch nichts nutzen. Das ist das eine Gute. Nichtsdestotrotz, auf was ich noch hinweisen möchte, weil wir gerade von Wahlen reden, ich denke, es ist auch wichtig, dass die Leute selbst zur Wahl gehen. Die Finger weg von der Briefwahl. Das hat die letzten Jahre immer gezeigt, wie auch manipulationsanfällig die Briefwahl ist. Die Leute sollen sich nicht verstellen, sollen selbst zur Wahl gehen, sollen ihre Nachbarn, Freunde motivieren, mit zur Wahl zu gehen, damit man auch in diesem Zusammenhang hier für sichere Wahlen sorgen kann. Und da weiß man auch ganz sicher, dass die Stimme zählt, wenn man sie selbst in die Wahlurne einschmeißt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und auch nochmal diesen Hinweis zum Schluss. Bis zum nächsten Mal, Team Kupala. Vielen Dank.